Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Craft Attack 5. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine lieben Freunde. Und einen wunderbaren Start in die neue Woche wünsche ich euch allen. Ich hoffe, sie beginnt für euch nicht ganz so stressig und etwas entspannter. Und wenn ihr Lust habt, sage ich jetzt gleich mal direkt zum Anfang, könnt ihr gerne, wenn dieses Video online gegangen ist, auf www.twitch.tv/gtimetv einschalten, falls ihr schon zu Hause sein solltet, weil ihr schon längst, keine Ahnung, Schule aus habt, ihr habt Urlaub, ja, weiß ich nicht, oder seid krank, denn ich werde da schon längst streamen. Ich werde wahrscheinlich heute sehr, sehr früh am Streamen sein, denn ich spiele momentan Fortnite. Ich habe jetzt mal so ein bisschen den Battle-Royale-Modus angefangen zu spielen und ich muss sagen, es macht mir doch schon mittlerweile Spaß, ja, also muss ich ehrlich gestehen. Ich werde mal gucken, vielleicht werde ich auch wieder den Rettet-die-Welt-Modus demnächst mal spielen. Müssen wir mal schauen, weil da haben auch ganz viele Leute nachgefragt, weil ich habe ja schon damals, wo Fortnite rauskam, wo man sich quasi nur Fortnite kaufen konnte, also es gab da noch nicht diesen gratis Battle-Royale-Modus, wo ich damals angefangen habe, konnte man quasi nur den Rettet-die-Welt-Modus spielen. Da habe ich schon Fortnite ziemlich krass gesuchtet. Ich war auch relativ weit schon im Rettet-die-Welt-Modus. Deswegen müssen wir mal schauen. Heute in der Folge von Craft Attack wollte ich mir vornehmen, dass wir hier anfangen, das Ganze ein wenig auszubauen. Das Ding ist, ich habe kein Holz, so wie ich gerade festgestellt habe. Das heißt, ich muss mal gucken, habe ich meine Axt hier drinne? Ja. Nee, das ist eine Sharpness 5 Axt. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass aus den Kisten hier meine Axt rausfiltern. Hier ist übrigens meine Schaufel. Ich weiß nicht, wo sich die Axt genau befindet, in welcher Kiste. Das heißt, das wird ein bisschen Sucherei-Action hier. Wir packen jetzt erstmal den unnötigen Kram hier eben wieder rein. So, und dann müssen wir jetzt mal schauen, ob wir hier irgendwo meine Axt finden. Ich habe nämlich keine Ahnung, Leute. Das sieht aber nicht so gut aus. Ah doch, da haben wir sie schon direkt. Sehr schön. Sehr, sehr schönes Ding. Denn wir müssen jetzt auf jeden Fall heute ein bisschen Holz besorgen, damit wir dann hier die Seiten ausbauen können und weitermachen können. Und es haben auch schon ganz viele Leute mir immer wieder in die Kommentare geschrieben, hey Kevin, wirst du auch Fortnite mal wieder auf YouTube bringen? Und es fragen auch die Leute nach den ARK-Projekten. Also, nochmal. Ich habe das ja gestern in einem Video erklärt. Es gibt momentan ein kleines Problem mit meinem Computer. Das werde ich jetzt in dem Video nicht weiter erläutern. Das habe ich gestern im Video erklärt. Deswegen, wenn ihr wissen wollt, was mit meinem Computer los ist, dann müsst ihr das Video von gestern schauen. Ich bin nämlich jetzt wieder am alten PC. Und bei dem ist das Problem, der rendert nicht so schnell. Ja, der braucht schon ein bisschen Zeit zum Rendern. Und das Problem ist, ich streame sehr, sehr viel. Und ich werde auch weiterhin jetzt beim Streamen dranbleiben, Leute. Tut mir wirklich leid. Also ich mache YouTube wirklich, echt sag ich so wie es ist, nur aus Spaß nebenbei, ja. Also mir macht Craft Attack momentan, finde ich, sehr viel Spaß, bauen so. Ich kann aber nicht stundenlang auf dem Server spielen. Dafür ist mir das einfach nicht zu langweilig, sondern ich finde es einfach öde, dass ich hier so alleine bin auf dem Server. Jedes Mal, wenn ich online komme, ist kaum einer da. Liegt vielleicht auch daran, weil ich immer früh morgens aufnehme. Aber ich glaube, das würde auch nichts ändern, wenn ich mittags oder abends aufnehme. Das hat man ja schon in den Streams gesehen, ne? Wenn ich hier Craft Attack gestreamt habe, war ich größtenteils fast nur noch alleine auf dem Server. Ist halt wie jede Staffel so, ne? Das ist halt mit einer der Gründe, warum ich gesagt habe, das ist meine letzte Staffel, weil es ist halt einfach doof, wenn ich hier nach knapp 3 Monaten und das Projekt läuft jetzt 3 Monate schon komplett alleine fast bin. Ich weiß, Zinus und Klim und so sind aktiv, ja, aber die sind halt auch nur zu den Zeiten da, wo sie Zeit haben. Das ist nicht mehr so wie am Anfang. Am Anfang spielt jeder so viel, wie er kann, ja. Klar kann man das ja auch nicht monatelang von den Leuten erwarten, aber man hat schon in dieser Craft Attack Staffel gemerkt, wie schnell das Interesse weg ist, sobald die Staffel nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Und deswegen, also ich denke nicht, dass ich groß Craft Attack noch streamen werde. Ich werde mal gucken, dass ich hin und wieder vielleicht so eine Art Special-Livestream mache. Was ich euch aber sagen kann, ich plane auf jeden Fall auch Special-Livestreams in anderen Spielen mit Facecam. Denn ich habe von Razer vor kurzem eine Facecam zugeschickt bekommen. Die haben ja irgendwie eine neue Kamera auf den Markt gebracht und die werde ich jetzt auch demnächst mal testen in einem Livestream. Mal schauen, vielleicht werden wir dann so eine Art Horror-Livestream machen oder so. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr so Facecam-Livestreams von mir schon gesehen habt, was euch da am liebsten gefallen hat. Ich hatte ja einmal so einen Roleplay-Livestream gemacht, dann jetzt halt
dann diesen Resident Evil Livestream, wo ich dann so ein Horrorgame komplett durchgezockt habe im Livestream. Kam super geil damals an. Müssen wir mal schauen, ja. Wie gesagt, halt, also da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Und ja, deswegen, also ich habe jetzt eine vernünftige Facecam, die werde ich jetzt demnächst hier mal anschließen und dann wollte ich die gerne testen. Und mal gucken, was die so auf dem Kasten hat. So, jetzt müssen wir hier auf jeden Fall gucken, dass wir das Holz quasi. Ah, das ist echt eine doofe Sache. Ich muss nämlich jedes Mal jetzt hier einen Holzblock so dran setzen und ich muss mal eben was essen. Zack, genau. Ja, da müssen wir jetzt immer einen so dran setzen, weil wir müssen hier Sand drauf bauen. Ja, auf die ganze Sache. So, jetzt können, jetzt können wir das aber so machen. Sehr schön. Jetzt können wir das nämlich so draufsetzen. So, und dann hat das nämlich nachher dieselbe Höhe, wenn der Sand dann da drauf ist. Und dahinter soll ja das Wasser kommen. Oh, das war einer zu viel. Den bauen wir erstmal direkt wieder ab. Zack, zack, zack. Dann setzen wir die nämlich wieder dran. So. Genau so. Eieieiei. Zack, das haben wir. So, jetzt kommen hier noch welche hin. Ja, hier hinten muss ich auf jeden Fall mal gucken, dass ich das Stück, je nachdem, noch ein bisschen verlängere. Hier soll auch übrigens Holz dran. Das müssen wir auch noch machen. Das kann ich jetzt gleich im selben Zuge erledigen. So, hier nochmal, ja. Und dann kommt hier auch nochmal Holz, damit es dann hier wirklich final ist, ne. So, zack, zack. So, und dann kommt jetzt hier drunter Holz. Auf jeden Fall so. Oh. Oh Gott. Jetzt läuft mir natürlich jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich jetzt hier einen abbaue, läuft das Wasser rein. Deswegen muss ich gucken, dass ich da relativ flott bin. Damit mir das nicht nach unten läuft, das Wasser. So. Zack. Oh, okay, hier passiert, glaube ich, nichts mehr. Hier sollte nichts mehr passieren. Aber, oh, ich versuche es trotzdem schnell dran zu setzen. Einfach zur Sicherheit. Man weiß ja nie. Ne, da können immer mal wieder, wie da, Löcher sein, wo das dann durchlaufen kann. Und das muss ja nicht sein. So. Zack. Sehr schön. Und dann kommt hier jetzt wieder Glas hin. So. Boah, das sieht schon richtig, richtig gut aus, Leute. Also ich bin schon sehr, sehr zufrieden mit dem, was wir hier geschafft haben. Ich weiß ja nicht, wie es mit euch aussieht, was ihr dazu sagt, ob ihr das geil findet oder nicht. Ja. Aber ich finde das schon richtig, richtig schick, was wir hier geschafft haben. So, hier sind jetzt ein paar Fackeln weg. Ja, hier ist, glaube ich, einmal Wasser runtergelaufen, aber das ist nicht so tragisch. Oh Gott, kommt direkt eine Spinne angefallen von da oben. Ja, da oben wird wahrscheinlich viel Licht weg sein. Da müssen wir hier jetzt mal ein paar Fackeln nachsetzen. So, hier ist aber noch alles in Ordnung. Oh, hier haben wir übrigens auch noch Holz von dieser Treppe, die ich hier hochgebaut habe. Aber das passt schon. Ja, das passt. Das passt, das passt, das passt. Das sieht auf jeden Fall, also der ist schon sehr episch, der, also dieser Eingangsbereich hier. Ich muss hier nur noch richtig krass bauen und dann wird der schon richtig, richtig schick sein. Ja, wie gesagt halt, also ich habe mir vorgenommen, ein etwas größeres Haus zu bauen. Das ist, glaube ich, das Problem auch bei vielen Leuten. Die bauen einfach viel zu kleine Häuser, ja. Ich muss sagen, da ist Zinus echt ein gutes Beispiel hier in Craft Attack, muss man einfach mal sagen. Der nimmt sich auch immer ein relativ großes Haus vor, aber nicht ganz so groß wie ich, muss ich gestehen, ja. Was ich aber auch gar nicht mal so verkehrt finde, denn er baut viel außenrum immer und erweitert sein Haus mit der Zeit, ne? Das ist auch auf jeden Fall eine gute Idee. Ich habe mir diesmal vorgenommen, direkt wieder so ein Riesenhaus bauen zu wollen mit großen Sachen drumherum und guckt euch das mal an, wie viel Content ich einfach habe, ne? Klar, werden jetzt einige sagen, ja Kevin, aber Craft Attack ist ja mittlerweile auch stinklangweilig geworden, ne? Aber ich habe ja gesagt, ich bin jemand, ich bringe ein Projekt in Ruhe und vernünftig zu Ende, wenn ich es angefangen habe. Und das ist das einfach. Deswegen mache ich ja auch noch Craft Attack. Einfach, weil ich will das Projekt vernünftig in Ruhe zu Ende bringen. Und nur, weil jetzt, sag ich mal, ein paar Zuschauer sagen, ja, nee, das ist mir zu langweilig, ich gucke mir das nicht mehr an, heißt das nicht gleich für mich, ja, okay, Projekt langweilig, wird nicht mehr gebracht, ne? So, also, klar, so sollte man eigentlich denken als YouTuber, der vielleicht, sag ich mal, größer werden will in kürzester Zeit, ja, also der relativ schnell wachsen will. Aber für mich ist es auch wichtig, es gibt immer noch die paar tausend Leute da draußen. Ich kann ja, glaube ich, paar tausend sagen. Ne, wenn so ein Video, weiß ich nicht, 6.000, 7.000 Aufrufe hat im Schnitt, dann kann ich ja immer noch sagen, es gibt diese paar tausend da draußen, die gerne Craft Attack gucken. Und für die bringe ich das einfach auch weiterhin. Oh, hallo Kühe. Ich gehe natürlich wieder raus. Entschuldigung. Für die bringe ich das auch weiterhin. Und ja, ich hoffe, dass diese Leute
sich darüber freuen, dass ich es weiterhin für sie bringe. Und genau das ist das halt einfach. Ich finde, man sollte nicht für die Masse, sondern für seine Community das machen einfach. Also das ist meine Sicht der Dinge. So sehe ich das Ganze einfach. So, zack, zack, zack. Könnt mir ja gerne mal eure Meinung dazu schreiben. Auch gar kein Problem. Oh. Oh ja, das können wir so am besten machen. Dann bin ich damit schneller. So, zack, zack, zack. Weil hier müssen wir gleich das Wasser runterlaufen lassen. Da müssen wir gleich einen Eimer nehmen. Und dann lassen wir hier Wasser runterlaufen. Oh ja, hier ist das Problem nur. Ich weiß nicht, können wir den da... Ja, den können wir so machen, okay. Den können wir so machen. Ich würde sagen, dann setzen wir hier nochmal einen Sand rein. Ja, dann setzen wir da nochmal einen Sand rein. Und ich weiß gar nicht, wie sieht das denn hier aus? Ja, okay, dann nehmen wir hier Holz. So, zack, zack, zack. Weil dann werden wir hier nämlich auch so eine Glaswand später noch vormachen. So, hier müssen wir jetzt auf jeden Fall erstmal Stein hinsetzen, damit da nichts passiert. Dann hole ich jetzt erstmal einen Eimer mit Wasser, damit wir das da runterkippen können. Müssten wir eigentlich irgendwo hier haben. Also hier haben wir schon mal Zuckerrohr, den kann ich dann nämlich anpflanzen. So, jetzt müssen wir nur noch einen Eimer finden. Jetzt muss ich nur noch einen Eimer haben und dann kann ich da das Wasser reinschütten. Habe ich vielleicht hier Eimer reingepackt in die Kisten? Ja, hier sind welche. So, dann nehmen wir den mal mit. Zack, zack, zack. So. Und dann gucken wir, dass wir hier einen mit Wasser befüllen. Also was ich mega krass fand zum Beispiel, ich habe gestern am frühen Morgen Fortnite gespielt und Sea of Thieves mit meiner Freundin. Also Sea of Thieves zuerst mit meiner Freundin im Livestream, eine Stunde. Leider gingen dann die Server down. Und danach haben wir Fortnite gespielt und das kam mega gut an. Also es waren echt super viele Leute am Start und haben sich das angeguckt und haben das richtig gefeiert, dass ich auch wieder so viel streame wie früher. Ne? Und das ist eine Sache, habe ich ja gesagt, die möchte ich gerne in 2018 ändern. Ich möchte gerne wieder so ein bisschen zu den Wurzeln zurückkehren, um es mal so zu sagen. Ich bin ja eigentlich auch eher immer der Streamer gewesen. Und das möchte ich gerne weiterhin jetzt wieder machen. Sehr schönes Ding. So, das Wasser läuft hier runter. Das heißt, jetzt können wir hier den Zuckerrohr schön anpflanzen. Oh, da habe ich außersehen einen doppelt angepflanzt. Ist aber nicht so schlimm. So. Das sieht doch schon, jetzt muss da nur noch die Beleuchtung hinter, Leute. Das sieht richtig gut aus. Und dann machen wir nachher noch die Decken, die werden auch nochmal richtig geil werden. Also der Tunnel nimmt langsam immer mehr Form an und der gefällt mir richtig, richtig gut. Vor allen Dingen mit diesem Wasser und dann dieser immens krassen Halle, die sich hier drunter befindet. Ey, da ist echt was Cooles zustande gekommen. Einfach so spontan gebaut, überhaupt nicht groß drüber nachgedacht, wie ich das alles bauen will. Ich habe einfach drauf losgelegt. Ich glaube, das ist auch bei mir die beste Methode, ein Haus zu bauen, wenn ich einfach drauf loslege und das Ausmaß erst wirklich, seinen Lauf nehmen lasse. Was ich auf jeden Fall jetzt auch noch machen wollte, das hatte mir auch jemand in die Kommentare geschrieben, ob ich bitte, bitte, bitte zwei von den Grasblöcken nehmen kann oder drei und dann hier Dirt abbaue quasi und die hier einsetze, damit hier endlich Gras über die Sache wächst, um es mal so zu sagen. Und natürlich können wir das machen, wenn ihr das gerne haben wollt, dass das jetzt hier alles schön zu Wiese wird. Lassen wir mal schön Gras über die ganze Sache wachsen hier. So, da muss ich jetzt nur Dirt nehmen und setze den mal hier rein. Zack. Und dann wird in der nächsten Folge hier wahrscheinlich alles voll mit Wiese sein. Hoffe ich zumindest. Ich bin gespannt. Oder es wird im Nachhinein immer im Hintergrund, während ich hier am Weiterbauen bin, wachsen. Und dann würde ich mal sagen, liebe Freunde, das war es auch von der heutigen Craft Attack 5 Folge gewesen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Also in Kürze erwarten euch auf jeden Fall ein, zwei Videos, vielleicht mehr am Tag hier auf dem YouTube-Kanal. Ich will da jetzt noch nicht zu viel sagen und versprechen, weil ich spreche da mit dem lieben Basti noch momentan. Wir haben ein bisschen was geplant. Wir wollen da auf jeden Fall was ziemlich Cooles starten. Je nachdem geht es da jetzt am Wochenende mit los, diese Woche. Müssen wir mal gucken. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr morgen zur nächsten Folge von Craft Attack 5 einschaltet, die pünktlich um 12 Uhr erscheinen wird. Und ich hoffe, dass euch die heutige Folge gefallen hat. Falls ja, würde ich mich wie immer über eine positive Bewertung, genauso auch über euer Feedback in den Kommentaren freuen. Und dann sehen wir uns morgen in der nächsten Folge von Craft Attack 5 wieder, ja? Danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Macht's gut. Tschüss. Und nicht vergessen, Livestream www.twitch.tv/gtimetv. Macht's gut. Tschüss.